machen Sachen. Willkommen zum zweiten Teil. Im ersten Teil hatten wir das Blockout fertig gemacht und einfach grob geguckt, welche Formen wir so brauchen für Boden, Wände etc. Und die werden wir jetzt in diesem Teil auf jeden Fall teilweise schon mal fertigstellen in Maya und optimieren für die Engine. Heißt einfach, wir werden die Sachen exportieren, dann einfach nochmal die hauptsächlich die UV-Set anpassen bei den meisten Sachen, da wir ja fast nur Boxen haben. Für den Anfang nehme ich erstmal ein paar Texturen aus dem Engine-Content, aus dem Starter-Content, den Unreal halt bereitstellt. Später werden wir dann auch eigene Texturen anfertigen in Substance Designer. Wundert euch nicht beim UV-Layout, dass das alles übereinander liegt. Das ist, hat schon so seine Richtigkeit. Ich werde keine uniken Texturen nutzen. Ich werde so gut wie alles, was möglich ist, mit modularen Texturen ja, ausstatten. Deswegen ist es nicht so schlimm, wenn da mehrere Sachen übereinander liegen. Das passt schon so. Hier lässt sich wunderbar sehen, was passiert, wenn mehrere Faces übereinander liegen und die Engine einfach nicht weiß, was sie jetzt als erstes rendern soll, da die halt direkt übereinander liegen. Um dies zu vermeiden, habe ich dann zu entschlossen, dass ich halt mir eine Ecke erstelle. Dazu habe ich halt erst eine Wand halbiert, um dann halt die Ecke nicht so großflächig machen zu lassen, dass ich quasi dann 2 Meter auf 4 Meter habe und dann halt die Ecke sind dann auch 2 mal 2 Meter auf 2 Meter, wenn das für die einen Sinn macht. Ja, bei der Ecke habe ich erst einen kleinen Denkfehler. Ich habe einfach die Breite der Wand falsch kalkuliert, dass ich halt die Hälfte der Wand überall noch dazufügen muss. Es hat halt am Ende nicht gepasst. Aber das Problem behebe ich mit der Zeit.
Also, da haben wir soweit erstmal das Erdgeschoss fertig. Ich habe dann noch die Sachen sortiert, von wegen, was ist Erdgeschoss, was ist draußen, der Steinweg. Und jetzt machen wir einfach Copy-Paste. Einfach das, was unten ist, einfach nochmal nach oben und haben dann insgesamt 3 Stockwerke. Erster Stock, zweiter Stock und Erdgeschoss. Ich glaube, für den Anfang sollte das erstmal reichen. Da haben wir ein paar Klassenräume zu füllen. Und je nachdem, was wir machen, können wir dann halt anbauen. Oder halt später dann ein zweites Gebäude dran bauen, wo man dann halt, was weiß ich, Turnhalle dran machen kann. Oder halt Räume für Physik, Chemie und so weiter. Die brauchen ja ein bisschen andere, ja, die haben ein bisschen andere Standards, wie jetzt halt einfach so 0850 Klassenraum. Wie jetzt zum Beispiel Lager oder halt Chemie bräuchte man halt doch irgendwas, damit die Schüler sicher sind. Weiter geht's und wir bauen fleißig weiter. Das nächste wird dann wahrscheinlich erstmal die Texturen sein. Und also Kleinigkeiten erstmal bauen. Wie jetzt, Türen, Fenster und so weiter. Und dann nach und nach auch Inhalt, wie Tische, Stühle, Tafeln, was man halt so alles in der Schule braucht.